Hallöchen, meine Damen und Herren. Wie ist denn aktuell so die Cheater-Situation? In den letzten paar Wochen ist es in unseren sowieso schon recht chilligen Games gefühlt noch chilliger geworden. Und passenderweise erreichen mich jetzt auch aktuell genau solche Nachrichten hier. Jemand, der sehr lange gehackt hat, wurde jetzt frisch gebannt. Dies und mehr schauen wir uns jetzt an. Let's go! Gestern schon wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Diesbezüglich habe ich über die Streams einen relativ guten Datensatz, weil wir ja dreimal die Woche spielen, 8 bis 10 Spiele pro Stream. Also so 25 bis 30 Spiele machen wir halt schon in der Woche. Und diese Spiele spielen wir eigentlich immer um dieselbe Uhrzeit. Wir sind auf jeder Elo unterwegs, also unsere Spanne, weil ich High Games, Mid Games und Low Games mache, geht von, ich sag mal, 3000 oder vor kurzem hatten wir jemanden mit 2,5 drin, 2500 Elo bis hoch zu 23.000. In diesen Spielen, die ja immer live stattfinden, spiele ich immer mit euch. Da kann jeder mitspielen. Das heißt, wir haben fast in jedem Spiel einen neuen Zuschauer. Wir haben im Moment oder über dieses Jahr einen schönen Zuwachs und haben also immer wieder neue Leute, die da auch mitspielen. Und wenn nicht gerade eine Red Trust-Meldung kommt, und die kam schon lange nicht mehr, dann ist eigentlich, würde ich sagen, bei uns alles ziemlich gemütlich. Doch es ist tatsächlich jetzt die letzten, ich sag mal, 4 Wochen irgendwie noch gemütlicher geworden, vom Feeling her. Davor war es so, dass wir einmal die Woche den Fall hatten, meistens wohlgemerkt in den Low Games, dass ein Verdacht aufkam und es hieß, oh, woher hat der gewusst, dass ich da stand oder wie konnte der mich durch die Smoke killen und so weiter und so fort. Ob das jetzt am Ende dann so ein Skill-Issue-Ding ist oder ob der wirklich anhatte, ist jetzt mal dahingestellt, aber diese Verdächte hatten wir, würde ich sagen, einmal die Woche. Jetzt fällt mir kein Verdacht über die letzten 2 Wochen ein. Ich glaube sogar nicht über die letzten 3 Wochen. Unsere Spiele laufen eben einfach dahin. Wenn wir gewinnen, dann ist gut und wir verlieren, ist auch gut und weiter geht's. Was auffällt, ist, dass ich meistens sehr schlecht bin. Aber ja gut, ich bin halt auch alt. Wenn ich wiederum auf den Live-Chat gucke, gibt es da auch die üblichen 2 verschiedenen Welten. Es gibt einmal die, die sagen, ja, ist eigentlich alles ziemlich clean. Und die anderen, die sagen, es ist zugeschissen, egal auf welcher Elo. Wir hatten jetzt gerade, ich glaube vorletzte Woche, ganz frisch jemanden dabei, der hat zwar nicht mitgespielt, aber darüber berichtet, wie schlimm es bei ihm ist. Es war dann, glaube ich, am Ende auf seinen Account zurückzuführen, der nicht so gut aussah. Also kurzum auf den Trust-Faktor eben. Natürlich ist es nicht immer so einfach, aber das ist meistens so der gemeinsame Nenner. Von denen, die in der Cheater-Hölle, sag ich mal, braten, die sind entweder sehr, sehr hoch von der Elo, obwohl ich von unseren High-Elo-Atzen Asker Bob, gut, länger nicht mehr gesprochen. Ah, Lebom ist auf 21.000! Da werde ich heute aktiv mal wieder fragen. Kirby und Bomb, das sind zum Beispiel auch 2, die sehr, sehr oft mitspielen. Bina hat schon lange nicht mehr mitgespielt. R8 ist zu hoch, der will mitspielen, aber kann nicht, weil ich zu niedrig bin. Ich muss mal die Jungs fragen, wie es bei ihnen aussieht. Aber auch dort hat sich etwas geschiftet. Früher war es ja so, dass ab 17, 18, 19.000 schon angefangen hat, dass es wohl sehr, sehr vercheatet ist und auch ein guter Trust nicht hilft. Mittlerweile ist es hier wohl auch ruhiger geworden. Das habe ich jetzt aber auch nur von Aussagen von meinen Leuten, die ich heute im Stream auch nochmal auffrischen werde, ob dem immer noch so ist, dass auf 19, 20, 21.000, ob es da ruhiger ist. Weil wenn wir bedenken, noch vor einem Jahr, da haben viele gesagt, du kannst ab 15.000 schon nicht mehr spielen, weil du nur Cheater hast. Aber dass es sich seitdem bereits stark beruhigt hat, wissen wir ja. So, jetzt gucken wir zuallererst mal in die richtigen, in die tatsächlichen Zahlen rein. Auf Convas sieht es im Moment wie folgt aus. Wir haben hier von dem 21. zum 22. einen kleinen Anstieg. Man darf hier aber nicht vergessen, dass wir hier vorne auch bei 241 stehen. Hier ist ein Peak bei 240, hier bei 255. Das hier ist jetzt nur 261 und es geht dann auch wieder bergab. Wir bedenken natürlich, dass die letzten 3-4 Tage nicht wirklich aussagekräftig sind. Das kann auch noch nach oben gehen, über die nächsten paar Tage hinweg. Aber ja, also von einer Bannwelle würde ich hier auf jeden Fall nicht sprechen. Es ist halt leicht erhöht gewesen an diesem einen Tag. In Zahlen würde ich also nicht wirklich von einer Verbesserung sprechen. Es ist bei dieser Cheaterei leider auch viel halt Gefühlssache. Wir kennen diese Spiele, in die man reingeht und man ist vielleicht schon so ein bisschen emotional geladen und tiltet dann halt direkt rein, weil ein Gegner was gemacht hat. Dann heißt es kurz, oh, der hat an. Und dann läuft das Spiel weiter, man kann wieder aufholen, gewinnt vielleicht sogar noch am Ende und sagt, ja, nee, okay, da war alles gut, ich war nur pissig oder so. Ich spreche ja wohlgemerkt nicht von diesen Hardcore-Fällen, wo jemand reinspinnt oder mit Magic Bullet irgendeinen Scheiß macht, falls es noch möglich ist, sondern ich meine wirklich diese Fälle, bei denen du dir gar nicht sicher bist, ob da wirklich was ist. Und hier ist natürlich viel Feeling dabei, auch dieses, oh Mensch, wir haben 4-0 geführt und auf einmal, auf einmal drehen die auf. Dabei haben wir das zum Beispiel schon, keine Ahnung, wie oft gemacht im Stream, wenn es 4-0 für die Gegner steht. Das ist halt dann meistens die Runde, die 5. Dann hat man dann wieder Geld und sagt, so, jetzt wird gescheppert. Was natürlich rein faktenbasiert reinkommt, ist jetzt einmal diese Meldung hier von einem Kontakt von mir. Bleibt natürlich anonym. Er hat mir heute Morgen um 4.19 Uhr Folgendes geschrieben. Hey, wurde nach über einem Jahr Rage-Cheaten auf dem Account, seit CS2 da ist, endlich dafür gebannt durch ein WAC Live. Mir ist zwar nicht neu, dass irgendwas am AC, also Anti-Cheat, gemacht wurde, dennoch freut es mich, dass es endlich passiert ist, irgendwie. Mich oder uns freut es natürlich auch. Vielen Dank übrigens an dich, Monsieur, dass du mir hier diese Info rübergehauen hast. Ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass jetzt keine Info von WAC selbst dazu kam, weil, es habe ich euch schon 1000-mal gesagt, natürlich WAC
im Hintergrund bearbeitet wird die ganze Zeit. Das macht keinen Sinn, das nach außen zu posaunen und zu sagen, übrigens, wir haben diese und jene kleine Änderung gemacht, weil dann könnten die Cheat-Hersteller natürlich viel eher darauf reagieren. Deswegen macht man sowas im Geheimen, sammelt Daten und bap, haut dann halt ein Bann rein, eine Bannwelle. Das ist bei den Volvos halt relativ beliebt. Ist natürlich trotzdem für die Spieler, die währenddessen mit den Cheatern oder gegen die Cheater spielen müssen, nicht so schön. Apropos mit und gegen, was ich jetzt auch immer öfter höre, ist, wenn jemand klagt, dass er oft Cheater hat, dann höre ich jetzt bzw. lese tatsächlich immer öfter im Live-Chat zum Beispiel, dass die Leute mit Cheatern spielen. Also sie schreiben, ich werde immer öfter mit einem Cheater zusammen gequeued, der bei mir dann in meinem Team ist, im Wingman oder im Premier. Ach ja, und apropos Wingman, hier ist auch direkt die Frage, ist das eigentlich immer noch so tragisch? Das frage ich euch jetzt direkt aktiv, weil ich da jetzt noch keinen großen Datensatz zu habe. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir vor kurzem die neuen Maps gespielt haben und da war alles clean. Wir haben aber auch nur 2 oder 3 Runden gespielt. Ich glaube, haben wir jede Map einmal gespielt oder mehrfach? Ich glaube sogar nur einmal jede Map. Da war, wie so oft bei uns, live in den Streams zum Nachschauen alles clean. Aber ich weiß noch, dass es früher hieß, dass Wingman unspielbar sei. Also komplett unspielbar, weil man mit einem Cheater zusammen, wenn man solo queued, gegen 2 Cheater spielt. Zu der Zeit habe ich schon mal ein kleines Wingman-Experiment gemacht und das getestet. Bei mir war da nichts, auch im Video nachzusehen, nichts. Aber ja, es ist natürlich am Ende halt auch immer eine Trust-Faktor-Sache. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist Folgendes. Ich werde heute Abend meine Hi-Elo-Leute nochmal fragen, wie es bei ihnen aktuell so aussieht. Und dann kann ich natürlich auch gerne noch das Ergebnis davon in einem Community-Beitrag hier auf YouTube einfach nachreichen. Und dann haben wir da auch die Info zu. Ich frage logischerweise jetzt auch direkt hier euch, wie sieht es bei euch im Moment aus? Ist es vor allem im direkten Vergleich zu von ungefähr 4 Wochen, wenn ihr das noch wisst, ist es irgendwie besser geworden vom Feeling her? Oder nicht? Naja, das leidige Thema. Aber ja, ich wollte mal wieder drüber schwätzen. Wie gesagt, viele haben halt gefragt, ob ich auch eine Besserung gespürt habe. Es sei ruhiger geworden. Man würde viel seltener auf irgendwelche Rager treffen. Und auch die gefühlten, einfach dieses komische Feeling, das man hat, scheint abgenommen zu haben. Zumindest bei denen, die mich anschreiben. Ich kann aber, wie vorhin erwähnt, in den Zahlen nicht wirklich eine Verbesserung erkennen. Das Einzige, wodurch man das möglicherweise ein bisschen erklären könnte, ist Folgendes. Als Armory ganz frisch rauskam, vor einem Monat war das, glaube ich, oder? Oder ein bisschen mehr als einem Monat. Da hat natürlich jeder und seine Mutter dann gespielt. Und sicherlich auch sehr viele Cheater, weil die halt die Dinger sammeln wollten. Mittlerweile ist es ja ziemlich abgedroschen und da ist kaum noch einer hinterher. Also es könnte auch einfach sein, dass jetzt viel weniger Cheater drin sind, weil der Anreiz wieder abgenommen hat. Also es gibt halt nicht mehr so viele, die jetzt sagen, oh ja, ich muss unbedingt grinden. Das wäre die einzige Erklärung von meiner Seite, neben einer Verbesserung des Anti-Cheats, die erklärt, dass es jetzt halt gemütlicher geworden ist. Dieser ganz frische Bann von diesem Cheater-Kontakt von mir, gut, der spricht natürlich für eine Verbesserung des Anti-Cheats, aber ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Ihr könnt gerne eigene Vermutungen aufstellen, warum es wohl im Moment gemütlicher ist, oder aber, falls es bei euch gar nicht gemütlicher ist, schreiben, dass es bei euch nicht gemütlicher ist, sondern sogar noch schlimmer geworden ist. Wir lesen uns dann in den Kommentaren und natürlich hängt da auch wieder das aktuelle Giveaway mit dran. Aber zuallererst die Glove Giveaway Erinnerung auf Twitch. Einfach rumkommen und mitmachen. Diese Woche könnt ihr noch Bubble Dollar sammeln. Die Dinger hier, die könnt ihr digital sammeln. Einfach beim Zugucken ganz kostenlos. Wenn man den Stream offen hat, sammelt man die. Und dann könnt ihr nächste Woche mitmachen. Nächste Woche ist es offenes Giveaway, genau. Also rumkommen 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und dann klöppeln wir jetzt noch hier auf YouTube einmal diese Glock 18, Block 18 raus. Man nimmt hieran, wie vorhin erwähnt, teil, indem man zu der aktuellen Cheater-Situation etwas schreibt. Ist es bei dir gemütlicher geworden oder nicht? Was glaubst du, warum es gemütlicher geworden ist oder nicht? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann gleich jetzt live, 18 Uhr, im Zwiemerich. Und ja, dann daddeln wir wieder kräftig rein. Viele Elo, ich will auf 15, auf 16.000 hohe Ziele setzen. Und dann wird das eine runde Nummer. Ja, bis gleich. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.